Hallo Michael, du hast dich bei uns mit einer UFO-Sichtung gemeldet. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und bereit bist, hier vor unserer Kamera was zu sagen. Vielleicht zuerst, wann war das und was hast du gesehen? Also, das ist schon ein bisschen länger her, das war so 2001, muss im Sommer so gewesen sein, ganz genau, Datum weiß ich jetzt nicht mehr. Und das war, also ich habe da abends immer so Pizza-Auslieferungen gemacht, so Lieferdienste. Und dann war da so ein kleines Wäldchen, wo man ab und zu mal kurz pinkeln gehen kann. Und das war dann sternklare Nacht oben. Und als ich dann da ausgestiegen bin, und dann guckte ich so nach oben. Und dann war das so wie sternklare Nacht, also da würden oben Sterne stehen. Und dann nach einer Weile sah ich, dass dann, was erst wie so ein Stern aussieht, sich so ein Stern sozusagen wegbewegte. Aber dann mit unwahrscheinlicher Beschleunigung. Das konnte man so durch die Baumwipfeln sehen und dann beschleunigte das. Ich halt wollte dann noch gucken, also es war direkt im Zenit, ich habe ganz nach oben geguckt, ganz steil nach oben, war direkt über mir. Und dann wollte ich dann das noch verfolgen, aber das war dann so schnell, dass das hinter den Bäumen dann verschwunden ist. Das war so, wie gesagt, ja, so ein Punkt wie ein Stern, wie man auch die Satelliten so sieht. Wenn man jetzt zum Beispiel Satelliten sieht, sieht das ja auch wie ein Stern aus. Und nur, dass da die Beschleunigung sehr stark war. Das war erst im Stand. Also war Stand also erst, war wie so ein Fixstern. Und dann bewegte sich das auf einmal los, so ein bisschen langsamer erst und dann ganz schnell. Dann war es auch schon weg. Also wenn ich jetzt so vergleiche, was jetzt irgendwann Flugobjekten, die man kennt, fällt mir also nichts ein, was das sein könnte. Dass das irgendwas Bekanntes sein könnte. Das muss also schon was Unbekanntes gewesen sein. Wie hoch schätzt du war dieses Objekt? Das ist schwierig in der Nacht, aber was denkst du? Also ich hatte so das Gefühl, dass das, also man hörte ja nichts, also da konnte man schon mal einen Hubschrauber und sowas ausschließen. Und das schien mir, dass das ganz hoch war, also irgendwo im Orbit, dass das also ganz, wie was sagt, irgendwo außerhalb der Erdatmosphäre schon war, weil man auch nichts gehört hat. Und so, wie gesagt, von der Optik her, genauso wie nun ein Satelliten aussah, oder wie ein Stern eigentlich. Und deshalb dachte ich, gehe ich davon aus, dass das so mehr so im Orbit höher ist, dass es so irgendwie vorher stand, dass das Objekt war, dass das vorher gestanden hat und dann sich dann irgendwann beschleunigt hat. Und ja, was das jetzt war, genau, kann ich natürlich nicht sagen. Ich kann auch nicht 100% sagen, aber ich kann wohl ziemlich sicher sagen, dass das nichts war, was ziemlich tief war, also ein paar hundert Meter nur darüber war, wie vielleicht so eine Flugdrohne oder irgend sowas. Das glaube ich eher nicht. Das sah eben anders aus, dass das also wirklich sehr hoch war. Hast du schon mal was gesehen in diese Richtung? Ein solches Objekt oder etwas Nee, das habe ich Ähnliches? da erste Mal einmal gesehen. Nur das war nur alles einmal. Und also so etwas Ähnliches habe ich ja noch nie gesehen. Bis auf eben so bekannte Sachen, wo ich weiß, dass das eben so ein Satellit, da gibt es ja diese beweglichen Satelliten. Aber sonst genau sowas Gleiches habe ich danach auch nicht mehr gesehen. Das war nur einmal sowas. Deshalb habe ich euch da mal benachrichtigt, weil vielleicht haben das andere auch gesehen. Ich habe das natürlich dann nicht genau jetzt den Zeitpunkt aufgeschrieben, würde ich nächstes Mal dann auch machen. Ob das dann andere auch gesehen haben, aber. Das war jetzt die einzige Sichtung, die ich da mal so in diese Richtung gemacht habe. Hast du irgendetwas Spezielles von der Umgebung wahrgenommen? Also Geräusche hast du ausgeschlossen, aber sonstige irgendwas, Eigentlich was jetzt nicht. Das unnatürlich? war so ganz normale, schöne Sommernacht. Sternklar. Und sonst habe ich da eigentlich nichts gespürt oder irgendwas anderes so gesehen oder gehört. Das war eben nur diese merkwürdige Erscheinung da, weil die fiel natürlich sofort auf. Man guckt dann hin und sieht auch schön sternklarer Himmel und dann auf einmal bewegt sich der einzelne Punkt weg und dann beschleunigt er aber auch ziemlich, wenn das jetzt im Orbit, ich bin davon ausgegangen, dass das im Orbit, wenn das da war, muss das unwahrscheinliche Beschleunigung gehabt haben, die also mit Flugobjekten, die man so kennt, wie Flugzeug, gar nicht zu vergleichen sind, weil Flugzeug bewegt sich ja auch relativ langsam. Das war ja dann plötzlich so schnell, ich wollte dann auch hinterher blicken, dann wupp, dann war das weg.
Ja, vom Stand aus so. Und das ist schon eine Sache, die ich also vorher noch nie so gesehen habe. Warst du da alleine? Ja. Ich hätte also eine kurze Pause gemacht und dann gesagt, da ist mal ein ziemlich ein kleiner Parkplatz, aber da war im Moment niemand anderes. Und deshalb bin ich da, ich habe immer nur kurz verschnauft. Und dann guckte ich da so im Himmel und dann habe ich das gesehen. Also sonst war keiner da, der das auch gesehen haben könnte. Ja, für uns ist diese Sichtung eigentlich sehr spannend, weil Simon und ich haben ja etwas sehr Ähnliches in Wiltshire gesehen. Wir haben das Ding mit einem Laser umkreist und dann flog das in einem unglaublichen Tempo weg. Also das klingt sehr ähnlich und es war auch Satellitenhöhe. Ja, also das kann man so ungefähr sehen, weil man merkt, weil sonst beim Hubschrauber wird man ja über Geräusche hören. Und das war ja 2001, da war das ja auch noch nicht so wie jetzt mit diesen Flugdrohnen, diese ferngesteuerten Dinger, aber die wird man auch hören, das wird man, weil das ziemlich still war. Ja, wenn das sowas gewesen wäre oder ein Luftballon oder irgendwie ein beleuchteter, also sowas war das nicht. Also kann ich dann 100% also da bestätigen, dass das auf jeden Fall nichts, was so tief fliegendes Objekt so war und das war so schon wirklich ganz hoch. Ja. Und das gesagt, und dann die Beschleunigung, dass der Ruckzuck auch mal weg war. Also nicht wie eine Sternschnuppe, so schnell zwar auch nicht, aber das war so, ging dann so ziemlich schnell mit einem Ruck, bewegte sich das so in eine Richtung und dann war es auch schon verschwunden, dann hinter den Bäumen, weil ich habe das dann im Zenit gesehen und dann, ich nehme an, dass er Richtung Horizont sich bewegte, aber das konnte ich dann leider nicht mehr verfolgen, wo das dann dahin flog. Du hast leider nicht gefilmt, das ist richtig, oder? Was? Bitte? Du hast das Ding leider nicht auf Video aufgenommen, oder? Ach so, nee, nicht gefilmt, nee, leider nicht. Ja, hatte ich auch noch keine Videokamera und das Handy hatte ich da auch wohl eins, aber noch nicht so eine Funktion als Video. Ja. Wie gesagt, 2001 war das ja alles noch nicht so total wie heute, jetzt, wo die Qualität so gut ist. Nee, sonst hätte ich natürlich das gefilmt, aber kann ich leider nicht mitnehmen. Ja. Naja, vielleicht hat nur so diese Beschreibung gewesen, die also wirklich einzigartig, aber vorher und danach auch nicht mehr gesehen. Was denkst du, was das gewesen sein könnte? Einfach dein persönlicher Eindruck? Also entweder war was Außerirdisches oder irgendein Flugobjekt, was wir noch nicht kennen, was aber hier wohl schon entwickelt wurde. Das kann natürlich dann auch sein, irgendwas Geheimes. Ja. Also die normalen Sachen, Flugzeug, Hubschrauber, wie gesagt, die hatte ich ja gerade schon alles so ausgeschlossen. Das konnte also nicht sein, Ballon oder irgendwie solche Beamer, geht das auch nicht, weil da merkt man ja, dass jetzt einfach nur reflektiert, wenn Wolken da sind. Also ich kann alles ausschließen, also dann muss irgendwas ganz Außergewöhnliches sein, dass das wohl schon entwickelt ist oder eben Außerirdisches. Ich glaube eher, dass das vielleicht und doch irgendwas Außerirdisches war, die uns vielleicht ja schon beobachten. Und dass die da ab und zu mal parken und dann einfach mal losfliegen. Also ich nehme mal an, das war also nicht so eine Reaktion, wo ich was mit zu tun hatte. Das war so ein Zufall. Und darum kommt das natürlich auch relativ selten vor, dass man da zufällig da mal sieht. Das wird wahrscheinlich schon öfters mal, gehe ich mal von aus, passieren sowas. Aber man guckt ja nicht dauernd mal im Himmel gerade zum richtigen Zeitpunkt. Und das ist ja immer das Problem, da müsste man ja ganz Nacht nur mal beobachten, damit man vielleicht mal Michael, das war sehr interessant. Vielen herzlichen Dank für die Zeit und vor allem für deinen Mut, dass du uns das berichtet hast. Das hat Spaß gemacht. Danke. Falls ich mal noch was sehe, dann bin ich sofort dabei, euch, dann melde ich mich da wieder. Das ich hoffe, dass ich dann vielleicht mal die Bilder, falls ich da mal die Bilder dann auch noch dienen kann, dass ich da was filmen kann oder so. Das ist natürlich nicht schlecht. Ja, das ist perfekt. Vielen, vielen lieben Dank für die Aussage. Ja.